Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Power-Test. Dass ein MacBook nicht besonders gut zum Gaming geeignet ist, das ist ja mittlerweile eine bekannte Sache, aber MacBooks sollen ja theoretisch ganz gut in kreativen Anwendungen sein und genau deswegen lasse ich heute mein MacBook gegen meinen Arbeits-Gaming-PC antreten in Programmen wie Adobe After Effects, Premiere und Photoshop und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Als erstes sollten wir erstmal klären, was wir überhaupt womit vergleichen und wir fangen mit meinem MacBook an. Wir haben hier das MacBook Air in der kleinsten Ausstattung, also mit dem ganz normalen M1-Chip, mit 8 CPU-Kernen, also 4 Effizienz- und 4 Performance-Kernen und nur 7 Grafik-Kernen. Dann haben wir hier 8 GB Arbeitsspeicher und wir haben auch nur 256 GB an normalem SSD-Speicher. Und mein PC besteht aus einem Ryzen 7 3700X, die Grafikkarte ist eine RX 5700 XT und der RAM besteht hier aus 2x8 GB, also insgesamt 16 GB im Dual-Channel. Der Preis vom MacBook ist ungefähr 1130 € und der Preis von meinem normalen Windows-PC ist ungefähr 1170 €, also die beiden kosten ziemlich gleich viel. Bevor wir jetzt direkt zu den Adobe-Programmen kommen, gucken wir uns doch erstmal einen synthetischen Benchmark an und wir haben uns hier für Cinebench entschieden. Im Single-Core-Benchmark hat das MacBook 1492 Punkte erreicht und der PC 1248 Punkte und im Multicore-Benchmark hat das MacBook dann 6231 Punkte erreicht und der PC ganze 11944 Punkte. Also man kann ganz grob nach dem Benchmark sagen, dass die Single-Core-Performance vom Mac schon wesentlich höher ist. Aber in der Multicore-Performance muss sich das MacBook auf jeden Fall extrem geschlagen geben. Mein PC hat hier knapp doppelt so viele Punkte. Das ist schon ordentlich mehr Leistung, aber das Ganze ist nur ein synthetischer Benchmark. Das hat nicht so viel mit der Praxis zu tun. Und genau deswegen würde ich jetzt sagen, wechseln wir doch mal in die Praxis rüber und gucken uns Premiere Pro an. Erstmal vorweg, ich mache in Premiere eigentlich nichts anderes, als hier YouTube-Videos zu schneiden, die ihr hier die ganze Zeit seht. Und die Videos kommen halt aus meiner Fujifilm X-T30, die spuckte 4K mit 30 FPS Datei aus, also ist schon eine vernünftige Qualität. Dadurch, dass ich meine YouTube-Videos immer zu Hause aufnehme, schneide ich natürlich auch zu Hause auf meinem PC. Das dachte ich bisher zumindest, läuft immer flüssiger und ja, ich habe da einfach mehr Möglichkeiten, außerdem habe ich einen größeren Bildschirm und so weiter. Ich habe für dieses Video jetzt extra allerdings auch mal ein paar Projekte auf dem MacBook geschnitten und auch extra mal dasselbe Projekt auf dem MacBook und auf dem PC geschnitten, um den direkten Vergleich zu haben. Und im direkten Vergleich ist mir sehr klar aufgefallen, dass das MacBook, also Premiere auf dem MacBook, wesentlich besser läuft. Also da war ich ganz schon überrascht. Die Live-View läuft besser, also man kann eigentlich immer abspielen, ohne irgendwie wirklich Frames zu verlieren. Das ganze Projekt läuft einfach wesentlich smoother, wesentlich flüssiger. Das Programm kommt nicht so oft in Stolpern, auch wenn die Datei mal länger wird oder wenn man mehrere Ebenen übereinander packt. Bei meinem Windows-PC habe ich da extreme Schwierigkeiten. Wenn die Datei mal länger wird und ich ein bisschen mehr hin und her skippe, auch mal zum Anfang und zum Ende und so weiter, oder halt mehrere Ebenen drin sind, dann habe ich da, oder ich mehrere Ebenen Color Grade und so weiter, dann habe ich da ziemliche Schwierigkeiten. Dann fängt das Programm extrem an zu laggen. Teilweise steht dann halt keine Rückmeldung, reagiert nicht oder sowas in der Art. Dann habe ich teilweise Angst, dass die Datei verloren geht, weil ich dann vorher natürlich nicht gespeichert habe. Also, Premiere läuft auf dem MacBook wesentlich besser. Anders sieht es dann allerdings aus, wenn man fertig ist mit dem Schneiden, denn da muss man das Ganze noch rendern. Ich habe jetzt extra mal, um das Ganze zu vergleichen, eine Datei sowohl auf dem MacBook als auch auf dem PC gerendert, also genau dieselbe Datei. Die war 15 Minuten lang, wurde natürlich in 4K und 30 FPS gerendert mit einer variablen Bitrate und zwei Durchläufen, einmal 90 Mbit die Sekunde und einmal 100 Mbit die Sekunde. Und das war ein extremer Unterschied. Das MacBook hat für diese Datei 2,5 Stunden, also 2 Stunden 37 gebraucht und der PC nur 28 Minuten. Also das MacBook hat 5-mal so lange gebraucht wie mein PC. Das wird wahrscheinlich wieder auf die Multicore-Performance zurückzuführen sein. Das Ganze war übrigens sowohl, wenn man es direkt in Premiere gerendert hat, als auch wenn man es im Media Encoder nochmal extra gerendert hat. Das ist so ein extra Programm, um halt Dateien zu rendern, damit man da ein paar Projekte in die Warteschlange packen kann und so weiter. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf dem PC zu rendern, aber wenn ihr natürlich unterwegs seid und vielleicht auch über eine längere Zeit, zumindest war es bei mir so, dann habe ich natürlich keine andere Möglichkeit, als mit dem Mac zu rendern. Das dauert natürlich wesentlich länger, aber man kann sich nebenbei
Ja, also entweder rendert man das über Nacht und man legt sich dann halt schlafen. Es gibt aber bei Premiere auch die Funktion, wenn es ein YouTube-Video ist, das einfach direkt, wenn es fertig ist mit Rendern, hochzuladen. Oder ihr guckt euch nebenbei einfach ein YouTube-Video von uns an. Da gibt es auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, was man nebenbei machen kann. So, dann kommen wir jetzt zu After Effects. Ich habe schon einige Projekte, auch schon relativ aufwendige Projekte, mit dem MacBook animiert, wie zum Beispiel dieses hier. Ich muss sagen, ich hatte noch nie irgendwelche Probleme mit dem MacBook, irgendwas umzusetzen oder zu animieren oder irgendwas in die Richtung. Also, es war wirklich von der Leistung her wirklich ausgereicht. Aber ich habe natürlich für dieses Video hier nochmal ein Projekt oder einige Projekte, es waren mehrere, sowohl auf dem MacBook als auch auf dem PC bearbeitet und animiert. Und da hat man dann doch im direkten Vergleich gemerkt, dass der PC auch in der Live-Vorschau einiges mehr an Leistung hat. Also, es ist jetzt nicht unendlich viel mehr, ich würde so 20% sagen. Aber da beide sehr, sehr viel, also generell sehr viel Leistung mit sich bringen, merkt man das, wenn man keinen direkten Vergleich hat, nicht wirklich. Dementsprechend würde ich sagen, ist das Arbeiten mit After Effects auf dem MacBook einwandfrei möglich. Das einzige Problem, was ich hier beim MacBook immer hatte, ist, durch die niedrige Multicore-Performance haben natürlich die Projekte extrem lange gerendert. Also ich habe es am liebsten so gemacht, wenn ich unterwegs war, dann habe ich die Sachen unterwegs bearbeitet, aus Zeitdruck halt, und dann habe ich die aber im Nachhinein trotzdem mal meinem PC gesendet und dort gerendert. Das ging dann natürlich wesentlich schneller. Wenn es natürlich nicht anders ging, dann habe ich es einfach mal nachgerendert, ist dann natürlich auch nicht das Problem, ans Ladegerät ran und dann rendert man das halt. Aber ja, abgesehen vom Rendern ist Arbeiten mit After Effects auf dem MacBook überhaupt kein Problem. So, dann kommen wir jetzt zu guter Letzt zu Photoshop. Und ich muss sie vorweg schon mal sagen, in Photoshop mache ich nichts extrem Aufwendiges. Also ich bin so der typische Mensch, der Photoshop nur öffnet, um ein paar Sachen zu bearbeiten, so kleinere Sachen. Beispielsweise Bilder, die ich geschossen habe von meiner Kamera. Ich habe hier die Fujifilm X-T30, die spuckte Bilder im RAW-Format mit einer Auflösung von 4000 mal 6000 Pixeln aus und einer Farbtiefe von 16 Bit. Und ja, diese Datei, die color grade ich dann. Also ich mache ein bisschen Weißabgleich, ein bisschen Color Grading, ein bisschen hier aufhellen, ein bisschen da aufhellen und so weiter. Dann schneide ich ein paar Sachen aus und das ist im Prinzip schon alles, was ich mache. Ich hatte noch nie Probleme, also Bilder bearbeite ich hauptsächlich auf meinem Mac und ich hatte noch nie Probleme, irgendwie da was zu machen. Wie schon gesagt, ich mache da jetzt nichts extrem Aufwendiges. Das sollte auch kein Problem sein. Auch im direkten Vergleich, ich habe natürlich für dieses Video ein paar Bilder dann auf dem Mac und auf dem PC geschnitten, nicht geschnitten, bearbeitet. Und auch im direkten Vergleich gab es einfach keinen Unterschied. Es waren komplett beide gleich schnell. Beim Exportieren sah es dann allerdings anders aus, da gab es Unterschiede. Und das war nicht wie in After Effects oder in Premiere Pro. Ganz im Gegenteil, das MacBook war schneller. Also wenn ich die ganz normalen Bilder 4000 mal 6000 dann runterkomprimiere auf 2000 mal 2500 für Instagram halt, dann ist mein MacBook ganz normal schneller. Ich habe dann nochmal ein paar größere Bilder extra exportiert, um zu gucken, ob sich da vielleicht das Bild ein bisschen ändert. Das Bild war dann im Endeffekt 8000 mal 12000 Pixel groß und hier hat sich der Unterschied im Prinzip bloß vergrößert. Also das MacBook war hier noch schneller als der PC. Das finde ich schon ziemlich krass, dass das MacBook hier dann auf einmal schneller ist. So, dann kommen wir jetzt zum Fazit und meiner Meinung nach ist das eine glasklare Sache. Um produktiv zu arbeiten in Programmen wie Premiere Pro, After Effects und Photoshop, ist das MacBook top geeignet. Besonders hat man hier den großen Vorteil, dass das Ding ja mobil ist und ich es einfach überall mit hinnehmen kann. Ich kann es in den Urlaub mitnehmen, ins Hotel, zu Freunden, zu meiner Familie, wie auch immer, wohin auch immer. Wenn ich das Ding da irgendwo mit anschleppen würde, würden mich, glaube ich, alle ein bisschen blöd angucken. Sonst hat das Ding auch noch einen großen Vorteil, besonders in Bezug auf den Preis, dass wir hier schon einen Bildschirm mit drin haben, eine Maus, also Mauspad und eine Tastatur. Und der Bildschirm, der ist nämlich WQHD und hat sehr schöne Farben. Die Tastatur ist ganz vernünftig und das Mauspad ist auch extrem gut. Das ist das beste Mauspad, was ich bei einem Laptop jemals angefasst habe. Und das müssten wir theoretisch alles bei dem PC noch mit drauf rechnen. Denn für 1100 Euro haben wir hier nur den PC. Ohne Bildschirm, ohne Maus, ohne Tastatur. Ja, dementsprechend müsste das Ding eigentlich etwas teurer sein. Also abschließend würde ich sagen, konnte das MacBook sehr gut mit dem Windows-PC mithalten. Ich würde hier allerdings trotzdem keinen klaren Gewinner aussprechen, denn beide haben ihre Vor- und Nachteile.
Allerdings hat das MacBook einen besonders großen Vorteil, und zwar, es ist mobil, man kann es überall mit hinnehmen. Und ich arbeite auch sehr oft von unterwegs und dementsprechend gibt es für mich gar keine andere Möglichkeit, als auch ein MacBook zu haben oder nur ein MacBook zu haben. So, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wenn ja, dann gib uns doch sehr gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen oder irgendwas anderes hast, dann schreib es doch sehr gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Power-Test wieder. Ciao!